Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Mein Name ist Andreas Scholz, der Figurmacher. Und in letzter Zeit habe ich sehr oft auf Facebook und überall im Internet gelesen, ist dein Stoffwechsel eingeschlafen, ich kann nicht abnehmen. Wie kann man das überhaupt messen? Und was gibt es für Tipps, um den Stoffwechsel wieder anzuregen? Und dazu gibt es auch eine schöne Möglichkeit, um das rauszufinden, ob der Stoffwechsel eingeschlafen ist oder nicht, mit dem sogenannten Sensewear-Armband. Das ist ein Armband, wie es schon sagt, am Arm getragen wird für 7 Tage die Woche und er misst dann den Verbrauch in Ruhe und beim Training und beim Schlaf und misst einfach, wie aktiv ist mein Stoffwechsel und das kann man dann messen. Daraus kann man rauskriegen, wie viel darf ich überhaupt essen, wie viel muss ich essen, um abzunehmen, wann schläft mein Stoffwechsel wieder ein, falls er mal eingeschlafen war, beziehungsweise oder soll das gar nicht einschlafen und wie nehme ich überhaupt ab. Alles das kann man mit diesem sogenannten Sensewear Armband messen. Den Link zeige ich euch nachher, wie dieses Gerät aussieht. Ich habe mal einen eingeschlafenen Stoffwechsel hier mitgebracht. Eine Dame, die schon sehr viele Diäten gemacht hat, es hat Low Carb gemacht und ging nicht weiter mit dem Gewicht runter. Nichts passierte, volle Pulle Sport gemacht, volle Pulle Diät gehalten und nichts passierte. Und hier seht ihr das Ergebnis. Hier mit der Maus, der gesamte Umsatz 2177 Kalorien, das ist natürlich nicht viel für eine Frau, die 83 Kilo wiegt, die hat sich entsprechend hoch diätet, beziehungsweise hochschwer diätet, wie man so schön sagt. Jojo-Effekt. Macht den ganzen Tag relativ wenig. Ihr seht hier eine Zahl 3,0 MET. MET bedeutet metabolische Einheiten. Kannst vergleichen wie mit dem Drehzahlmesser beim Auto. Je höher du drehst, desto mehr verbrauchst du. Und 3,0 heißt also weit über den Grundumsatz, beziehungsweise weit über die Ruhedrehzahl oder Leerlauf beim Auto. Da macht man was. Das ist viel mehr als Gartenarbeit. Also Gartenarbeit ist auch schon anstrengend, aber viel mehr als Spazierengehen. Und die hat den ganzen Tag wenig gemacht. Vielleicht hat sie nicht anstrengen können wollen. Ich weiß es nicht. Und ihr seht auch hier die Schritte 5300, das ist zu wenig, man sollte 10.000 Schritte am Tag gehen und aktiver Umsatz war gerade mal 382 Kalorien. Das heißt, der Stoffwechsel war eingeschlafen, der Körper hat versucht, so viel wie möglich an Energie zu sparen, weil er so lange nichts bekommen hat. Und das sieht man hier ganz schön in den Durchschnitts-METs hier unten, wo die Maus ist, 1,2 oder hier auch 1,1. Das bedeutet, die hat immer im Leerlauf. Also der Grundumsatz war total niedrig. Und daneben habe ich eine Dame, die hat 1,8 im Durchschnitt. Das heißt, die hat schon in Ruhe sehr, sehr viel Energie verbrannt, weil der Stoffwechsel läuft, weil sie noch nie eine Diät gemacht hat. Das seht ihr dann hier auf der nächsten Seite. Die Dame wiegt nur 55 Kilo, verbraucht aber viel mehr Kalorien als die Dame mit 83 Kilo. Sie macht mehr, sie verbrennt mehr, die verbrennt mehr Kalorien und geht auch mehr. Das bedeutet, die Dame mit 83 Kilo hat die ganzen Jahre sehr viel Raubbau in ihrem Körper betrieben, hat wenig gegessen. Diese Dame isst sehr gut, isst sehr viele Kalorien und trainiert auch entsprechend. Bedeutet, wie kriegen wir das jetzt hin? Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Kalorien müssen individuell angepasst werden an deinen Stoffwechsel. Man muss sich so langsam wieder ranführen an mehr Kalorien. Die Dame A, die mit dem niedrigen Kaloriensatz, die isst jetzt 20% weniger als das, was sie braucht und kommt so langsam wieder an das ran, was sie vorher gegessen hat, damit der Stoffwechsel nicht mehr einschläft, damit er aktiviert wird. Pendeln bedeutet dann also immer Kalorien rauf, runter, damit der Stoffwechsel nie einschläft. Genauso wie Kinder auch mal den einen Tag wenig essen, dann wieder mehr essen, die machen das instinktiv. So sollten wir Erwachsenen auch mal einen Tag weniger, einen Tag mehr essen, um den Stoffwechsel immer wieder anzuregen. Und natürlich, wer hätte das gedacht, Muskeltraining und HIIT betreiben, damit mit der Muskulatur aufgebaut wird, mit den Muskeln noch mehr Zucker verbrennen. Wie das funktioniert unter www.kalorienverbrauchsmessung.de, da zeige ich euch das Gerät, wie das aussieht. Das hat diese Wärmeabgabe oder Wärmemessfühler kann man sagen, was diese ganzen kleinen Fitbits und diese ganzen Dinger, die um die Hand getragen werden, die zu Weihnachten so viel verkauft worden sind, einfach nicht haben. Damit könnt ihr zwar mit normalen Trackern, könnt ihr ausrechnen, wie viel Schritte seid ihr gelaufen, wie habt ihr geschlafen, wie viele Kalorien habt ihr nach einer Tabelle verbraucht, aber nicht wie viele wirklich verbraucht habt. Da können teilweise riesige Mengen mal rauskommen, aber wenn der Stoffwechsel eingeschlafen ist, dann sind diese Werte auch nicht richtig. Und ob der Stoffwechsel eingeschlafen ist oder nicht, kann man nur rauskriegen mit diesem Wärmesensor und des Sensors. Ich wünsche euch viel Spaß damit und liebe Grüße, Andreas Scholz.